Herzlich willkommen zu unserer Interviewreihe zum Thema Churches for Future. Mein Name ist Anja Reichert-Schick. Ich bin Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Bad Boll und ich habe heute das Vergnügen, ein Interview führen zu dürfen, und zwar mit Frau Dr. Julia Plon. Ihnen ein herzliches Willkommen. Sie ist wissenschaftliche Assistentin an der Universität Basel und sie wird an unserer Tagung als Referentin am abendlichen Kamingespräch mitwirken. Julia Plon hat sich während ihres gesamten wissenschaftlichen Werdegangs mit dem Zusammenhang von Religion und Ökologie auseinandergesetzt. Und schon in ihrer Promotion war das Thema Gegenstand ihrer Forschung. Dabei ging es unter dem Schlagwort des Ökokatholizismus um das kirchliche Engagement für die Umwelt. Ja, und nun ist sie an der Universität Basel in ein Forschungsprojekt involviert, in dem untersucht wird, wie sich religiöse und nicht religiöse Akteure glaubensmotiviert für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. Ja, und heute bekommen wir mit diesem Interview schon einige Einblicke in Ihre Forschungsergebnisse. Frau Plon, mich würde zunächst einmal interessieren, in welcher Form und auf welchen Wegen sich kirchliche Akteure ganz grundsätzlich für Ökologie und Nachhaltigkeit einsetzen. Welche Beobachtungen haben Sie hierzu anstellen können? Ja, vielen Dank für die nette Frage. Wir können das Engagement von kirchlichen Akteuren letztendlich in drei Gruppen einteilen. Und der erste Bereich wäre Materialisierung. Als zweiten hätten wir die Wertevermittlung und als dritten die Öffentlichkeitsarbeit. Der erste Bereich, das ist so als Klassiker, sage ich mal, die Solarpanels, die auf ein Kirchendach installiert werden, oder noch viel niederschwelliger, der Öko-Fairtrade-Café, an dem Sie wahrscheinlich in Ihrem Kirchencafé überhaupt nicht vorbeikommen. Der zweite Bereich, Wertevermittlung, sind zum Beispiel Predigten zu ökologischen Themen, ganz klassisch Erntedankpredigten. Ja. Oder auch, das ist mir jetzt in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen, zu 5 Jahre Laudato Si, gab es jetzt vermehrt von unterschiedlichen Diözesen Meditationsangebote zu ökologischen Themen, die dann zum Beispiel auch auf Facebook gestreamt wurden. Für den dritten Bereich, die Öffentlichkeitsarbeit, würde ich sagen, das ist jetzt ein Bereich, der momentan, was wir aus unserer Forschung so mitnehmen, auf pfarreilicher Ebene vor Ort von christlichen Kirchen nicht so stark gepusht wird. Vielleicht auch einfach, weil das momentan im Mainstream so verankert ist. Wir haben aber aus Zürich, aus einer muslimischen Gemeinde, ein ganz spannendes Beispiel. Die haben nämlich ein Infopapier zum Wassersparen herausgegeben und damit wieder ihre religiöse Gemeinde für ein Thema interessiert, geöffnet, das vorher bei denen nicht so präsent war. Sie haben ja Gespräche mit Vertretern von unterschiedlichen Religionsgemeinschaften geführt. Welche Beweggründe und Motive konnten Sie denn dafür ausfindig machen, dass sich kirchliche Akteure für die Umwelt engagieren? Also wir haben natürlich grundsätzlich schon mal die Unterscheidung zwischen intrinsischer Motivation und gesellschaftlicher Motivation. Zum zweiten Bereich der gesellschaftlichen Motivation kommt einfach der Aspekt, dass sich Kirche und kirchliche Vertreter als Teil der Zivilgesellschaft führen und sich deswegen berufen fühlen, zu gesellschaftlichen Themen Stellung zu nehmen. Spannend in unseren Gesprächen und für unsere Forschung war nun die intrinsische Motivation der Akteure. Warum tut die Person das, was sie tut, und warum engagiert sie sich nicht in dem anderen Bereich? Und da kam eigentlich ganz, ganz spannendes Ergebnis raus, dass im Gegensatz zu der Erwartung oder der Vorwurf eines Christentums ganz allgemein, nämlich eine zu starke Anthropozentrik oder einen zu starken Anthropozentrismus zu vertreten, um irgendwie im Umweltbereich aktiv zu sein, für die christlichen Vertreter der Eigenwert der Natur im Vordergrund stand. Also ein christlicher Vertreter hat zum Beispiel sich so geäußert, dass die Natur in sich gut ist, weil Gott sie geschöpft hat. Dagegen haben wir von den anderen Akteuren ganz häufig Antworten gekriegt, die letztendlich auf den Eigennutzen vom Menschen aus betrachtet fokussieren. Also wie ich schütze die Natur, weil ich sie für meine Kinder und meine Enkel bewahren möchte.
Mich würde noch interessieren, in welcher Rolle würden Sie denn gerne die kirchlichen Akteure in dieser gesamten Transformation hin zu einer nachhaltigen Entwicklung sehen? Was wäre denn hier Ihr Wunsch für die Kirche? Also es wird der Kirche aus der normativen Forschung oder den Kirchen aus normativer Forschung, aus normativer Perspektive ein enormes Potenzial zugeschrieben in dem Umweltbereich. Und da würde ich Sie gerne dieses Potenzial oder diese Erwartung erfüllen sehen. Sloterdijk hat das mal vor 10 Jahren so gewendet, dass er den Menschen als Zukunftsatheisten bezeichnet hat. Das heißt, theoretisch wissen wir, weiß der Mensch, dass er so nicht weitermachen kann. Praktisch glauben wir einfach nicht dran, weigern uns dem. Und ich glaube, genau in dem Bereich wäre die Kirche wichtig, denn die Kirche spricht diesen Bereich an oder religiöse Gemeinschaften. Und es geht eben nicht darum, dass man Umweltschutz in einem ganz weiten Begriff alleine dem naturwissenschaftlichen Bereich überlässt, sondern es geht eben darum, die Menschen auch nochmal auf einer anderen Ebene anzusprechen. Und ich glaube, da könnten Kirchen und religiöse Gemeinschaften noch viel, viel mehr bringen. Ein anderer Aspekt, den ich sehr, sehr wichtig finde in diesem ganzen Bereich des ökologisch nachhaltigen Wandels innerhalb des religiösen Feldes, ist, dass er ja ein enormes Potenzial in der ökumenischen Diskussion mit sich bringt. Also es gibt kein aktuelles Thema, das eigentlich unbelasteter ist, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich näher zu kommen. Und ebenso ist es eigentlich ein Thema, mit dem man Menschen abholen könnte, die momentan eher kirchenfern oder religionsdistanziert sind. Und da könnte, denke ich, Kirche, wenn sie sich noch stärker und deutlicher positioniert, noch viel mehr Erfolg haben. Das Potenzial ist also groß und es gibt einiges, was anzupacken bleibt. Liebe Frau Plan, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke, die Sie uns mit diesem Interview gegeben haben. Und ich hoffe, wir haben nun Sie, liebe Freunde und Gäste unserer Akademie, ein wenig neugierig machen können. Und wenn wir Ihr Interesse an Churches for Future geweckt haben, dann würden wir uns freuen, wenn wir Sie zu unserer Tagung in Bad Boll begrüßen dürften. Wir freuen uns auf Sie. Thank you.